Hallo und recht herzlich willkommen zu meinem neuen Comedy-Blog. Und heute bin ich in der Bronx. In der Grand Bronx, um genau zu sein. Hier wohnt unter anderem, oder sagen wir mal besonders, oder vor allem, Echo Fresh. Ihr kennt ihn ja alle. Und er sitzt da drüben im Café und er wartet auf mich. Und ich gehe einfach mal rein. Na, alles fit? Hier, kurz, du bist Hakanari, ne? Na, cool bei dir? Alles cool. Hier, jetzt Hauptperson von gleich. Hi, wer bist du? Kuno, alles klar? Auch. Hier, das ist SD, alles fit? Alles Lacho. Alles klar. Und da ist der Echo Fresh. Yes, yo. So, bei dir auch alles gut? Normal. Perfekt, okay. Habt ihr auch ein Stück nicht für mich so, oder? Du bist wer? In der Buddy-Alte. Alles klar. Du gehst auch zu den Jungs? Ich geh auch zu den Jungs. Cool. Wir haben halt dann in so einem Café / Kiosk gesessen und das war ja halt so ein bisschen wie in den, ich zitiere da mein Team, Slums. Und ja, da muss man natürlich sagen, das Eck auf dem Boden geblieben. Und ihr nennt ja hier den Stadtteil Gremberg liebevoll Graham Branks. Ja. Wer ist denn darauf gekommen? Darauf ist der ehrenwerte Hakanabi gekommen. Da musst du den fragen. Also, ja, alles klar, ich meine, du hast auch ein Café hier oder hast du es nicht mehr? Nee, hab ich nicht mehr. Okay, schade. Der hat es abgegeben. Weil zu viel Kriminalität war und so, da wird er nichts mit zu tun haben. Da habe ich halt so ein paar Fragen gestellt zu seiner aktuellen Musiklage. Was kommt demnächst raus? Wie ist es so, Musik in seinem Viertel zu produzieren? Und so diverse Insider-Infos gab es schon, so zum Beispiel sein nächstes Album. Macht er zusammen mit? Und solche Sachen. Du willst ja hier die Mandy von Monroes irgendwie auch mal haben. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ich würde auf jeden Fall da aktiv werden, in alle möglichen Richtungen. Ja, und da habe ich dann auch für dich schon mal so, damit sich das auch so ein bisschen hier lohnt, ein kleines Poster mitgebracht. Zwei jetzt von der ganzen Band. Warte. Aber ich denke mal, das kannst du vielleicht für zu Hause gebrauchen. Ich nehme das einfach so und ich habe extra noch ein Parfum dabei von mir. Das ist Armani, das heißt, sie kann schon mal riechen, wie ich ungefähr riechen würde.